So, ich bin auf dem Weg zum Startpunkt, oder wie auch immer das heißt, denn heute ist der Schwedenlauf. 23. Schwedenlauf, nee, 24. Für mich der erste. 10 Kilometer. Bin gespannt. So, 20 Minuten bis zum Start. Ich glaube über 1000 Leute nach den Startnummern. Obwohl die Startnummern sind vierstellig, wenn man die 10 Kilometer läuft. Gleich beginnt der Schnupperkurs für die Kiddies, Kilometer oder sowas. Und dann die 10 und dann die 5. Ich bereite mich jetzt vor. Jawohl! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geht gleich weiter, keine Sorge. Kurz was zu meiner Zielsetzung. Die kann man im Prinzip einteilen in drei Abschnitte. Zuerst war mein Ziel Ankommen. Dann nach einer Weile dachte ich mir, Ankommen unter einer Stunde ist eigentlich ein machbares Ziel. Daraufhin trainierst du. Dann dachte ich mir, okay, neues Ziel, Einlauf in 55 Minuten. Das heißt Ziel, Einlauf, bevor Fragen kommen. Es sind eigentlich vier Abschnitte, weil jetzt so kurz vorm Lauf war mein Ziel Ankommen in 52 Minuten. Oder besser. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob sich der ganze Quatsch gelohnt hat, ne? Also gerundet. Auf meiner Urkunde steht 51,14. Moment. Auch gerundet. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es geschafft. Also meine Zielsetzung waren 52 Minuten. Ich habe es getoppt. Bin stolz. Ich habe die Kamera auch nicht hin. Moment. Besser. Ja, was soll ich sagen? Ich bin wirklich stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Dass ich mich angemeldet habe und dass ich dann auch irgendwie mein Ziel hatte und das Ziel auch erfüllt habe. Und was soll ich sagen, ich bin da richtig ermutigt, irgendwie nächstes Jahr wieder dran teilzunehmen. Diesmal dann aber Einlauf in weniger als 50 Minuten. Das ist mein Ziel. Ich habe noch ein Jahr Zeit, darauf hinzutrainieren. Und wenn ich so recht überlege, ich habe auch mal Bock auf mehr, vielleicht so ein Halbmarathon oder irgendwas. Sind dann, was sind das, 22 Kilometer, 21 Kilometer, irgendwas in dem Dreh? Also hätte ich immer Bock drauf. Oder vielleicht sogar Biathlon oder Triathlon. Das ist dann Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren. Gibt es Quadrathlon, Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren, Tischtennis, irgendwas? Wäre auch sehr cool, hätte ich Bock drauf. Also ich bin da sehr motiviert, bin da froh, dass ich mich jetzt mit Sport beschäftige und irgendwie ja, sehr motiviert bin. Vielleicht fließt das ja auch in die Videos mit ein. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Naja, ich habe noch locker 10 Minuten irgendwelche halb verwackelten Aufnahmen von mir beim Laufen, die ich mit der GoPro gemacht habe. Aber ich wollte das Video mal kurz halten. Das ist einfach nur so eine Art Selbstbeweihräucherung für mich selbst als Motivation. Und ich würde nicht sagen angeben, aber ich finde es halt toll, dass ich jetzt irgendwie mit 46 angefangen habe, irgendwie Sport zu machen. Und weil ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal mit Sport anfange. Aber es macht mir echt Spaß. Also vielen Dank an den Kollegen, der mich gezwungen hat, hier an dem Lauf teilzunehmen. Der hat da irgendwas ausgelöst in mir. Also ich habe da wirklich Bock drauf auf mehr. Also, wenn du da draußen auch stolz auf mich bist, lass ein Abo da oder zwei am besten. Wenn du nicht stolz bist, dann sollten wir uns mal unterhalten. So oder so. Danke für die Zeit. Das war das kurze Video für heute. Bis zum nächsten Mal. Peace.